In der Produktion werden Cerealien mit farbiger Schokolade dragiert. Das maximale Chargengewicht für dragierte Ware beträgt ca. 150 Kilogramm. Die dafür benötigte Zeit richtet sich nach der Menge der aufzutragenden Schokolade und liegt zwischen 15 und 45 Minuten. Die Weiterverarbeitung kann in herkömmlichen Dragierkesseln erfolgen. Sie werden heute noch teilweise zum Andecken der Kerne sowie zum Glänzen der Fertigware verwendet. Erfahrung und laufende Modernisierung sind unsere Stärken. Schröter Maschinenbau GmbH.